Mein Name ist Bianca und heute gibt es wieder ein Herzvideo von mir, das wirklich, wirklich aus den tiefsten verwinkelten Ecken meines Herzens kommt, nämlich da, wo ganz viel Angst ist. Ich habe in den letzten Videos davon berichtet, wie ich aus meinem Herzen lebe und habe dich dazu eingeladen, das auch so zu tun. Aber in so einem Herzen ist zwischendurch auch einfach mal Angst. Und ja, und das Thema ist gerade bei mir ganz aktuell und deshalb muss es raus. Ich hätte nämlich vor lauter Angst beinahe gar kein nächstes Video mehr gemacht. Das wird nicht nur mir so gehen, sondern dir garantiert auch. Jeder von uns hat irgendwelche Ängste. Und ich habe sogar eine Krankheit entwickelt, die in meinen Augen angstbasiert entstanden ist, unter anderem. Angst oder Stress ist nämlich sehr nah miteinander verwandt und Stress und Angst entstehen da, wo kein Vertrauen ist. Und ich weiß nicht, wieso es bei mir so ist, aber vielleicht kennst du das Gefühl, dass das, was man ist, und zwar ohne die ganze Fassade, die drumherum ist, dass dieser tiefste Kern, der wir sind, dass der nicht ausreicht, dass der nicht gut genug ist, dass der andere nicht erfüllt, nicht glücklich macht, anödet, keine Ahnung. Vielleicht hast du auch ganz andere Ängste. Es spielt keine Rolle, weil Ängste eigentlich immer das gleiche Muster zur Folge haben, nämlich, das habe ich auch in einem anderen Video schon erklärt. So, in meinem Fall ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe das letzte Video hochgeladen und habe dann gesehen, oh, 16 Leute haben es gesehen und es war noch kein Daumen oben. Und in mir war sofort eine Stimme, die gesagt hat, oh, dann war es nicht gut. Dann war es nicht gut. Es war, oh Gott, ich muss es sofort löschen. Und ich habe es sofort gelöscht und fühlte mich erstmal so, gut, okay, alles gut. Du nervst die Welt da draußen jetzt nicht weiter an mit irgendwelchen furchtbaren Videos, die sowieso kein Mensch sehen will. Und im nächsten Schritt dachte ich so, Bianca, was war das jetzt? Also, du machst dich komplett abhängig von dem, was diese 16 Menschen da jetzt gerade getan haben und du weißt noch nicht mal, warum sie keinen Daumen hoch gemacht haben. Es findet in deinem Kopf statt. Es ist mir schnell klar gewesen, da ist eine Angst, eine unglaubliche Angst, nicht gut genug zu sein mit dem, was ich gerade so liebe. Ich habe diese YouTube-Videos so für mich entdeckt und liebe es so und mich auszudrücken ist etwas, wovon ich, das ist für mich wie atmen. Und dann habe ich gespürt, wie eigentlich der tiefste Ausdruck von mir gegebenenfalls nicht gut genug ist. Das war eigentlich die größte Angst. Und jetzt habe ich aber gemerkt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt einfach gar keine Videos mehr und werde nie erfahren, wer ich wirklich bin, weil ich spüre, dass ich gerade auf dem Weg dahin bin, über diese Videos und andere Dinge, die ich tue, das zu erfahren. Und eine Angst könnte mir jetzt die Tür zumachen. Oder ich gehe durch die Angst durch. Und in meinen letzten 3 Jahren, vor allem mit meinem Pferd, habe ich eins gelernt. Wenn wir in der Liebe bleiben und im Vertrauen bleiben, dann können wir die größten Katastrophen überwinden, können die größten Selbstzweifel überwinden. Und es ist sicher kein Zufall, dass ich heute einen einmaligen Ausritt mit meinem Pferd hatte. Wir hatten nämlich ja, einen kleinen Unfall beim Spaziergang vor 2 Wochen ungefähr. Und danach wollte sie nicht mehr mit mir den Hof verlassen, weil sie einfach mir nicht mehr vertraut hat. Und für mich ist es ganz leicht dann zu sagen, ach ja, klar, das Pferd hat recht, ich würde mir auch nicht vertrauen. So war ich sofort Team Pferd. Aber so kann ich dem Pferd nicht aus der Krise helfen. Und heute waren wir im Wald und ich habe mit Hilfe meiner liebsten Freundin das Pferd vom Hof bekommen und dann konnte ich ihr im Wald zeigen, hey, ich vertraue dir, du vertraust mir. Und ja, ich bin total beseelt zurückgekommen, weil ich durch die Angst durch bin. Ich saß auf ihrem Rücken ohne Sattel und ohne Helm, würde ich so nie wieder machen, aber das war jetzt eben eine spontane Aktion. Und wir sind an der Stelle vorbeigegangen, an der wir den Unfall hatten. Und es war total cool. Es war einfach nur ein Traum. Und ich habe alles Vertrauen zurückgewonnen, was ich in den letzten 2 Wochen verloren habe. In mich, ja, genau. Weil ich halt da nicht für mein Pferd da sein konnte in der Situation. Ne? Sie hat Panik bekommen im Wald, weil wir
von 4 Hunden begrüßt wurden, unangeleint. Und mein Pferd ist eben abgehauen. Tja, und so hat der Weg durch die Angst mich von der Angst befreit. Und das Gleiche muss ja auch möglich sein jetzt auf dieser Videoebene. Also, und das Gleiche wird auch möglich sein bei dir, egal was, wovor du Angst hast. Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg in die Freiheit, außer den durch die Angst. Das ist im Prinzip so, wie wenn die Angst eine Brücke ist. Eine Brücke. Und wenn wir da drüber gegangen sind, dann wartet auf der anderen Seite immer, immer, immer ein Riesengeschenk. Ein neuer Seinszustand, wenn man so möchte. Jedes Mal, wenn wir so eine Brücke passieren und uns trauen und nicht so oft nach unten gucken, sondern auf unser Ziel fokussiert bleiben, dann werden wir belohnt, weil wir an dem Ziel ankommen. Aber wenn wir den Fokus verlieren und die Angst gewinnen lassen und vor der Brücke stehen bleiben, dann werden wir nie erfahren, was auf der anderen Seite auf uns wartet. Und ja, ich weiß nicht, wie dein Leben verlaufen ist, aber mein Leben war schon so, dass ich sehr oft ängstlich war und immer belohnt worden bin, wenn ich durchgegangen bin. Und deshalb muss dieses Video jetzt sein. Ich gehe jetzt durch die Angst, dass das, was ich tue, nicht gut genug ist. Aber letzten Endes, wer entscheidet, ob etwas gut genug ist oder nicht? Entscheidet das wirklich der eine, der seinen Daumen nach oben oder nach unten macht? Oder entscheidet das die Freude, die ich habe bei dem, was ich tue? Ich habe schon das beim Thema Kunst schon oft gedacht. Wer entscheidet, ob etwas Kunst ist oder nicht? Für den einen ist etwas total schräg, für den anderen ist es ein Millionen Euro teures Bild. Und so ist es wahrscheinlich mit den Videos auch. Es gibt Leute, die machen Videos über, wie sie ihre Nägel lackieren und das gucken dann 10.000 Jugendliche und feiern das voll. Und ich denke so, what? Das ist doch voll Zeitverschwendung. Ja. Und so denke ich mir, wenn ich nur 5, 6 Leute erreiche, die sagen, hey, es hat mich inspiriert, in meinen Mut zu finden und über diese Brücke zu gehen, dann hat sich mein Tag schon wieder gelohnt. Ja, mehr habe ich heute gar nicht zu sagen. Ich habe heute Morgen, als ich im Wald war, habe ich mir ganz bewusst so ein bisschen Weihnachtsauszeit gegönnt und habe mich hineingespürt und da kam der Satz, erinnere dich, dass du gerade neu wirst. Und da dachte ich erst so, hä, was soll das denn für eine Info sein? Aber ich glaube, dass wir gerade tatsächlich in so einem energetischen Geburtsprozess stecken und dass sich das komisch anfühlt und neu anfühlt und Ängste wach macht, ist ja logisch. Und jetzt heißt es einfach nur vertrauen und weitergehen und wissen, dass das normal ist, dass diese Ängste vielleicht auch Teil dieses ganzen Neuwerdens sind. Und es geht gerade nicht nur mir so. Ich weiß, dass da draußen viele sind mit Ängsten und Umbruchsituationen. Und ich möchte dich auch noch einladen, wenn du gerade in so einer Krise steckst, wenn du das Gefühl hast, boah, mir wird gerade echt alles zu viel, sprich mit deinem Leben. Denn das Leben antwortet. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich so dachte, ey, mit den Videos, das ist totaler Quatsch, auch mit Facebook, ich sollte aufhören zu posten, das ist so. Ich will anderen ja auch nicht auf den Keks gehen mit dem, was ich so empfinde und was ich ausdrücken möchte. Da habe ich dem Universum gesagt, so jetzt brauche ich echt ein Zeichen. Wollt ihr, dass ich aufhöre damit oder wollt ihr, dass ich weitermache? Und ich glaube, eine Stunde später gucke ich auf mein Handy und da habe ich eine persönliche Nachricht von einem Menschen, dem ich noch nie persönlich begegnet bin. Der hat mir dann geschrieben, dass er mich beobachtet und ich mich bitte nicht gestalkt fühlen soll, aber dass das, was ich von mir gebe, ihm gerade unglaublich viel gibt, weil er in diesem Jahr seine Frau verloren hat und ihm das einfach gut tut, zu hören, dass es mehr gibt außer den physischen Körper. Und ja, ich denke, der ganze Kram drumherum, so, ne, folge deinem Herzen und so, das ist eben für manche Leute ein Anker in dieser Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, Universum, ich habe es verstanden, ich soll schon noch weitermachen. Und er hat mir dann nochmal geschrieben, ja, Bianca, mach bitte weiter. Und auch andere Leute haben mir nette Sachen geschrieben. Aber es reicht einer, der sagt, oh, oder eine Nichtreaktion.
Und ich stelle alles in Frage. Vielleicht geht dir das auch so. Und ich möchte damit aufhören. Wenn wir jetzt manifestieren in diesen Rauhnächten, ne, zwischen den Jahren, dann möchte ich heute mit diesem Video manifestieren, dass ich in 2021 mein Tun nicht mehr abhängig mache von der Anerkennung anderer. Das tue ich noch ganz stark. Und das tut mir nicht gut, weil ich dann nicht meinen Weg gehe. Ich gehe dann den Weg der anderen Menschen. Aber ich will doch meinen Weg gehen. Und wenn mich das hier glücklich macht, dann sollte ich das einfach weitermachen, auch wenn ich keine Anerkennung dafür bekomme. Und ich lade dich dazu ein, wenn du irgendeine Leidenschaft hast, sei es das Schreiben, das Malen, das Handwerken, das Nähen, Stricken, egal was, lass uns gemeinsam unseren Weg gehen, ohne uns abhängig zu machen von der Anerkennung anderer Menschen. Wenn es darum geht, dass unser Leben vorbei ist, dann werden wir nur uns selbst Rechenschaft abgeben müssen. Es gibt eine sehr schöne Übung, die Meister Liu, also mein chinesischer Ausbilder und Qigong-Meister, mit uns gemacht hat. Die heißt 3 Minuten und dann stirbst du. Oder so ähnlich. Also man hat 3 Minuten Zeit und dann stirbt man. Man simuliert, dass man stirbt. Und das ist heftig. Also wenn man diese Übung, wenn man sich da wirklich drauf einlässt, dann merkt man, nachdem man dann gestorben ist, was man wirklich verpasst hat, was man anders machen möchte und bei wem man sich vielleicht noch bedanken möchte. Also diese 3 Minuten darf man nutzen in der Simulation, um den Menschen noch, dem man noch was zu sagen hat, etwas zu sagen. Und mir ist damals aufgefallen, als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, dass ich mit mir selbst noch nicht im Reinen war. Ich hatte jetzt keine Menschen mehr, bei denen ich noch irgendwas zu klären hätte. Aber mir selbst gegenüber war ich in diesem, krass, jetzt wird es auch noch emotional, mir war aufgefallen, dass ich mir selbst gegenüber eigentlich nicht genug Raum gegeben hatte. Und diesen Fehler, den werde ich nie wieder machen, weil es geht um uns. Das heißt nicht, dass wir rücksichtslos sein sollen, aber es geht darum, dass wir uns leben in unserer Größe und keine Rücksicht darauf nehmen, dass andere Menschen sich jetzt neben uns kleiner fühlen. Das war eigentlich so das, was ich immer gemacht habe. Ich hatte immer Angst davor, unangenehm zu sein, indem ich zu sehr strahle, damit die anderen sich nicht unwohl fühlen in meiner Gegenwart. In der Grundschule, das fällt mir jetzt gerade ein. Als ich Kind war, sind wir ein paar Mal umgezogen und ich kam neu in eine Grundschulklasse und habe mich irgendwie versucht anzupassen, nicht anzuecken, allen zu gefallen, weil ich ja das neue Kind war. Und dann habe ich mich in nach einer Sportstunde oder vor einer Sportstunde in der Umkleide mit einem Mädchen geprügelt, weil dieses Mädchen gesagt hat, oh, und du bist eh das Lieblingskind der Lehrerin. Boah, das hat mich so getriggert, weil ich habe gemerkt, dass mein Sein, ich habe halt die Schule geliebt und das Lernen in der Grundschule, dass mein Sein dazu geführt hat, dass andere Menschen sich nicht wohlfühlen bei mir und mich ausstoßen. Und für mich war das damals sehr, sehr wichtig, angepasst zu sein, weil ich dazugehören wollte in dieser neuen Umgebung. Und ich glaube, diese Situation ist mit ein Grund, warum ich heute noch das Gefühl habe, ich muss mich immer runterdimmen, weil ich sonst ausgestoßen werde. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine Urangst. Klar, in dieser Situation kam das besonders hoch, aber ich glaube, es ist eine Urangst, weil wir Menschen eben auf Anpassungen hin, also wir profitieren von Anpassung, schon als kleine neugeborene Wesen, ne, die wir sind, so hilflos. Wir müssen so ein bisschen uns anpassen, damit wir nicht aus dem Nest geschubst werden. Aber jetzt sind wir groß und jetzt ist die Zeit, wo wir aufgefordert sind, zu strahlen, wirklich unser Herz weit zu machen und alles rauszulassen, was da drin ist. Und deshalb ist dieses Video für alle, die da draußen sind und die so gerne strahlen wollen und die sich nicht trauen. Trau dich zu strahlen. Ich fange an. Und dann machst du bitte mit. Weil wenn wir alle strahlen und wenn wir alle unseren Weg gehen, dann gibt es keinen Grund mehr, wem anders was zu neiden. Dann gibt es keinen Grund mehr zu sagen, was macht der denn da, was macht die denn da? Das passiert ja nur, wenn man
mit sich nicht im Reinen ist und sich noch nicht komplett lebt. Also, lass uns anfangen zu strahlen. Wir strahlen jetzt ins Jahr 2021 einfach so rein. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Tschüss.